Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim und meine Maus ist im Bild. Jetzt ist sie weg. It's magic. So, wir wollen da hinten hin zur Höhle, dafür müssen wir höchstwahrscheinlich einmal rumlaufen. Wir waren heute ein bisschen, gestern, wir waren gestern schon ein bisschen unterwegs, haben uns ein paar Höhlen angeguckt, die leider nicht das enthalten haben, was ich mir gehofft habe, denn wir müssten ja eigentlich noch, wie viele Schlüssel finden, 3 oder 4, ne? Von diesen Todbeschwörer, diese Schlüssel müssen wir finden. Bisher habe ich noch keinen gefunden. Bis auf den, den er selber bei sich hatte, da in seiner komischen Lager. Da fehlt also noch einiges. Wir wollen auf jeden Fall erstmal in diese Höhle. Da könnte schon mal einer drin sein. Ich frage mich, ob in den Höhlen, wo wir diese komischen magischen Zeichen auf dem Boden gesehen haben, ob das vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass da die Schlüssel sind. Wir müssten zuerst einen zumindest finden, dann wüssten wir auf jeden Fall, wo der Rest zu finden ist. Sollte da wirklich dieses komische, magische Zeug darum liegen. Wie heißt das nochmal? Pentagramm. Ich glaube, das war ein Pentagramm, oder? Keine Ahnung. Ich kenne mich mit teuflischen Sachen nicht aus. So, könnte auch was Gutes bedeuten. Aber es gibt ja dieses Pentagramm und dieses umgekehrte Pentagramm und hast du nicht gesehen, also. Bevor ich da irgendeinen Scheiß erzähle, erzähle ich lieber gar nichts darüber. So, da ist die Höhle. Da wollen wir rein. Hier ist sogar ein Weg, die Höhle. Eine Höhle mit eigenem Weg. Sieht man selten. Der nördliche Pass. Ein Pass. Wir haben schon mal einen Pass begangen. Ich rieche jetzt schon Banditen. Seit vielen Jahren ist dieses Tor versiegelt und versperrt. Den Weg in Falsgas, kalte und gefährlicher Nordmark, vielleicht öffnet es sich eines Tages. Heilige Scheiße, ich will da rein. Okay. Ich will da rein. Komme, was wolle. Man müsste nur herausfinden, wie. Seit vielen Jahren ist dieses Tor versiegelt. Versperrt den Weg in Falsgas kalte und gefährlicher Nordmark. Kleinen Moment. So. Das war jetzt scheiße. Falsgas schreibt man übrigens mit K. Mit einem S am besten. Falsgas. So. So. Kann das sein, dass das hier einfach nur so eine Art Fortsetzung ist, die eines Tages weitergemacht wird? Es scheint so, als wäre diese Höhle einfach nur dazu da, um eine Fortsetzung zu bilden, die noch nicht existiert. Obwohl die Ebene dahinter existiert definitiv noch. Naja. Gut, wo gehen wir hin? Hier müsste ja eigentlich schon alles entdeckt sein, ne? Es gibt ja so wahnsinnig viele Lücken. Wir gehen mal hier hin, weil hier ist das wirklich die größte Lücke von allen. Da muss es irgendwo weitergehen. Ja, schade eigentlich. Ich habe eigentlich gedacht, das gehört zu einer Quest, aber das ist einfach nur, die Möglichkeit, dass er quasi ein Update machen kann zu dieser Mod. Quasi ein DLC zum Mod. Ach cool, da hinten können wir hin. Einfach nur an den Bären vorbei. Kämpft da gerade ein Bär, ein Troll und eine Spinne? Okay, das ist... Oh, hallo. Wusste nicht, dass ich schon da bin. So. Alter, diese Pfeile, ne?
Wieso fliegen die nicht richtig? Das war Nummer 1 da hinten. Ist mein Pferd eigentlich suizidgefährdet oder so? Oh. Ist mein Pferd mir gerade 2-3 Mal in den Weg gelaufen? Glaube schon. Boah. Ihr seid zu groß. Entweder geht's ihm nicht gut oder irgendwas stimmt da nicht. Wie wär's, wenn du auch mal angreifst, außer nur rumzutröten? So, Bruchfelsenbucht entdeckt. Wo ist eure Truhe? Hab's gefunden. Dietrich nehme ich sehr gerne, können wir später noch gut gebrauchen, vielleicht im nächsten Mod und... Spellbinder Armor. Sieht natürlich geil aus, ist aber scheiße. Das ist halt das Traurige. Wirklich Sachen in dieser Mod. Es gibt viele Sachen, die wirklich geil aussehen, aber einfach nur nix bringen. Und das finde ich echt traurig. Das finde ich echt traurig. Wozu also Sachen herstellen, die dann kein Schwein benutzt? Wozu hat er sich die Mühe gegeben, so viele Sachen zu designen, wenn die einfach nur scheiße sind? Naja. Da ist eine Höhle. Bingo. Was bist du für ein Baum? Du siehst seltsam aus. Wacholderbeeren, ah. Ich nehme an, das ist einer dieser Höhlen mit so einem komischen Pentagramm da. Musst du nur hier irgendwie hochkommen. Sag bloß, ich soll hier lang. Oh, einmal rumlaufen, um da hochzukommen. Ich fass das nicht. Vor allem, ich kann mich auch nirgendwo hochbacken. Oh, der Tag? Nein, hier nicht. Da komme ich auch nicht hoch. Muss einfach einmal rumlaufen, ey. Fass das nicht. Na komm. Ich weiß, du kannst das, Zero. Ah, leck mich doch, ey, ganz ehrlich. Ach, Mann. Gibt keinen einfachen Weg dahin, oder? Ah, das könnte was werden, das könnte was werden. Ja. Hab's geschafft. Der Baum ist ja real. Ich hab's gedacht. Ich sehe schon eine Straße, das heißt, hier muss irgendwo die Höhle sein, ne? Falls das eine Straße ist, das sieht auf jeden Fall so aus. Aha. Irgendwas sagt mir, dass da nichts Gutes rumläuft. Bärenklauenhöhle entdeckt. Sieht mir nicht so aus, als würden hier ein paar Bären ihr Lager aufschlagen. Das sieht mir eher nach Banditen aus. Schauen wir mal. Jetzt nicht mal kommen sehen. Sehr schön. Ist das so eine Art Zelle? Eine Zelle ohne Tür? Gut, das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll.
Sollte ich mir merken, falls ich mal Gefangene habe. Einfach eine Zelle ohne Tür. Die Gefangenen wären so verwirrt, dass sie gar nicht versuchen würden auszubrechen, glaube ich. Sehr nice. Der hat ja jetzt auch Scheißrüstung, ne? Das war's. Das war ja so ein bisschen armselig. Iskramors Schild? Oh, nehmen wir mit, wieso nicht? Jetzt muss ich den Schlüssel noch knacken. Nein. Ha. Gut, den Rest brauchen wir nicht. Nehmen wir das hier mit. Übrigens, einmal kleine Info für euch noch. Wir werden höchstwahrscheinlich eine etwas längere Pause von 2 Spielen machen, bevor es weiter mit Skyrim geht, sobald wir hier durch sind. Das liegt einfach nur daran, weil meine Planung es vorsieht, sehr viele Spiele noch zu spielen, die jetzt demnächst rauskommen und andere Spiele, die ich versprochen habe. Das heißt, 2 Projekte werden hier auf jeden Fall noch danach kommen. Ansonsten kann ich meine Versprechungen nicht halten. Und das will ich nicht. Okay, so viel zu dieser Höhle, die recht armselig war. Da könnte noch eine sein, ne? Oder wir schauen nochmal hier oben nach. Hier könnte noch theoretisch etwas sein. Wir gehen mal hier hin. Da ist was. Wusste ich's doch. Ich bin doch nicht blöd. Schauen wir uns nochmal um. Es kann jederzeit noch sein, dass hier irgendwo etwas ist. Oh nein, ich weiß, was das ist. Scheiße, nein, bitte, oh Gott. Okay. Aura flüstern. Hier denkt schon mal, was hat Zero für ein Problem? Ich mag diese Stellen nicht. Weil da so eine blöden Mütter sind. Lars, ja, ach, wir sind doch ansatzweise nicht mal in der Nähe davon. Heiße Quellen von Flusswacht entdeckt. Aber ich höre sie doch, oder? Hört ihr auch diese Fliegen? Bin ich jetzt blöd? Habe ich schon Halluzinationen? Na gut, war nur ein Fluss, alles gut. Normalerweise ist hier immer so eine kleine Ruine mit diesen komischen Pflanzenmüttern da, die richtig viel Schaden machen und richtig nervig sind. Au! Aber dann verstehe ich nicht, wo diese dämlichen Schlüssel versteckt sein sollen. Okay, was sieht noch auffällig aus? Was, wenn wir hier kurz hinreisen? Zu Espernhütte. Autsch. Das hat geknackt. Aus, pfui. Ich wollte nur hierher reisen. Ja, gut, super. Hier scheint auch nichts in der Nähe zu sein, ne? Haben wir jetzt echt nicht alles schon entdeckt?
Hat uns die Quest quasi einmal komplett rumgeführt? Hier scheint es noch ein bisschen leer zu sein, ne? Ich meine, die Main-Quest hat uns, glaube ich, jetzt überall hingeführt. Na gut, wir gucken jetzt hier nochmal kurz nach. Wenn wir hier nichts finden, beenden wir die Folge und somit auch die Staffel. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir noch ein paar Folgen hinkriegen, aber... Nö. Irgendwie nicht. Oder ich guck mal kurz nach deinem Map. Kleinen Moment. Fallscar Map. Mal gucken. Das sieht doch ganz gut aus hier. So, schauen wir mal. Ich müsste nur die Karte so einrichten, wie es da aussieht. Ich glaube, der... Ach so. So war das, ne? Okay, gucken wir mal. Ich habe sogar mehr aufgedeckt als die Karte, die hier angezeigt wird. The fuck? Hä? Okay, das ist eine Scheißkarte. Echt mal, wie billig da stellt jemand eine Karte hin mit... Hoi, guck mal, ich habe alle Orte in Fallscar gefunden. Hat da nicht mal einen Bruchteil von dem gefunden, was ich gefunden habe. Alter. Okay. Dafür drehen wir das Ganze nochmal. Okay, sehr schön. Diese Höhle, die Höhle hier findet anscheinend niemand. Und das wird auch nicht gefunden, obwohl das zur Main-Quest gehört. Das ist seltsam. Na, anscheinend haben wir wirklich alles gefunden. Schade nur, dass wir das mit dem Totenbeschwörer nicht hinbekommen haben. Ich meine, das ist seltsam, dass wir nicht einen von diesen Schlüsseln gefunden haben. Ist aber jetzt nicht weiter schlimm. Man muss ja nicht alles haben, ne? Allerdings würde ich sehr gerne... abbrechen. Den letzten Ort, den wir hier noch haben, entdecken. Und gucken, was da abgeht. So. Damit wir wenigstens sagen können, komm, wir haben alle Orte entdeckt. Bevor wir das Projekt jetzt beenden, beziehungsweise die Mod beenden. Ich weiß noch nicht... Eventuell fange ich doch nochmal eine neue Mod an. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich jetzt machen werde. Ich muss eigentlich theoretisch noch bis zum... bis Halo 5 muss ich auf jeden Fall noch irgendwas überbrücken. Ob ich da jetzt Skyrim... Okay. Ob ich da jetzt Skyrim mache oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich bräuchte eigentlich mal wieder was Neues. Weil zu oft dasselbe... Was hast du da gerade gemacht, Hirsch? Hat er gerade versucht, auf den Baum zu klettern? Ich hab das gesehen, mein Freund. Ich hab das gesehen. So, hier haben wir eine Mühle. Mal gucken, vielleicht hat jemand noch eine Quest für uns. Das ist ja auch möglich, ne? Reiner durchs Gehöft. Naja, er hat auf jeden Fall ein paar Tiere. Er hat eine Mühle. Und ein Haus. Brauch ich nicht. Bin unschuldig. Steht bestimmt komplett leer. Keine Sau drinne. Ja, war klar. Oh, cool. Seelenstein, dankeschön. Das Grundstück ist einfach leer. Der Typ ist anscheinend tot. Naja, wir haben auf jeden Fall da hinten noch eine Burg. Da gehen wir definitiv noch hin. Das heißt, wir machen die Folge ein bisschen länger. Hallo, länger. Jetzt ist es ein bisschen seltsam, dass hier alle weg sind, bis auf eine Wache. Naja, wir haben da hinten noch eine Festung. Da gehen wir definitiv hin. Oder Burg, ne? Burg. Festung ist was Größeres.
Vielleicht finden wir in den Burgen diese Schlüssel. Weiß man's? Ich glaube nicht. Da. Ah, das sieht schon ein bisschen größer aus, ne? Mit Mühle und allem drum und dran. Da ist noch was. Jetzt finden wir plötzlich alles. Freund oder Feind? Wir werden es kurz herausfinden, indem wir abspeichern. Ah, ist Banditenmarodeur, also Feind. Wir sind anscheinend auch nur zu dritt in der Burg. Ach, wer bist denn du? Lautlosigkeit? Kannst mich gar nicht sehen, Dude! Du kannst mich gar nicht sehen! Was zum Teufel? Jetzt ist so ein fetter Magier auch noch am Start. Ja gut, Freunde, da es hier noch so viel zu erkunden gibt, zwei Sachen, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.